Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Links fahren. So. Es ist noch relativ früh. Und das ist heute eine Solo-Tour, das heißt, ich bin allein unterwegs. Chucky ist nicht mit. Heute geht's zum Viehpass. Belachner Bar, glaube ich, heißt er so in etwa. Viele kennen ihn auch vielleicht als Pass nach Applecross. Also es geht, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, geht es nach Sky. Wir biegen hier vorne erstmal links ab und ihr seht, hier läuft noch was mit. Das ist Real Life. Die plottet die Strecke mal mit. Wenn alles klappt, solltet ihr die hier irgendwo im Bild sehen können. Ich glaube, ich habe mir einen ganz guten Tag ausgesucht. Es ist kein Regen vorhergesagt. Ich kann direkt mal gucken. 16 Grad haben wir jetzt schon. Ich habe bisschen was Wärmes drunter gezogen, aber es ist wahrscheinlich gar nicht nötig. Also, wer sich es auf der Karte mal anschauen will, es geht jetzt in Richtung Fort William. Wir fahren am Ben Nevis vorbei, der höchste Berg in Schottland. Und dann biegen wir nachher im weitesten Sinne nach links weg. Werde ich euch mitnehmen. Es sind zwei Fährüberquerungen sind dabei. Für die eine habe ich mir gestern schon ein Ticket gebucht. Die längere Tour, die geht 45 Minuten von Armendale, wenn ich mich nicht täusche, nach Mellig. Wollen wir erstmal alle Lampen anmachen hier. Also nicht nur oben zwischen den Ohren, sondern auch die am Motorrad. Ja, wir haben fast eine Woche rum. Letzte Woche Mittwoch sind wir losgefahren und so als kleines Zwischenfazit: keine Mücken, kein Regen. Wir hatten gestern 10 Minuten Regen. Hier ist es zwar nass, aber bisher kein durchgehenden Regen, wo wir ja, also wir hatten keinen Regen, ist einfach so. Die Unterkunft ist Weltklasse. Ich habe gestern noch mal überlegt, zusammen mit Jackie, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Wir wollten irgendwo in die Richtung oben hier hoch und ich hatte so ein paar Häuser gefunden, auch richtig, richtig tolle Dinger dabei. Aber ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich überhaupt auf dieses sogenannte Glamping gekommen bin. Also 8
28 Richtung Fort William geht es und dann vorne über eine erste Brücke. Ja, und wenn es über die Brücke geht, schalte wieder an. Dann schalte ich doch vorher schon mal an. Man schaut das mal an hier. Ja, da ist er, der schottische Nebel. Eben noch Sonne. Und zack, ist mal drin. Ah, jetzt weiß ich, was das Schild bedeutet. Da war ein blaues Schild mit einem Motorrad in der Mitte und links und rechts Streifen, die so als Pfeil spitz zulaufen. Das war ein Hinweis auf eine auf die Spitzkehre da. Man sieht auch hier unter Fahrschutz. Kann mir gut vorstellen, dass das hier ab und zu mal dann doch als Rennstrecke hier halten muss. Ist ein bisschen was anderes als die Gardaseeuferstraße mit das um 12, ne? Ja, nach dem Schotternurlaub 2016, ich blende das mal hier oben ein, das Video, hatte ich mir in mein Visier dann doch so ein Pinlock rein gebaut, weil die Scheibe ziemlich beschlagen, weil die Scheibe relativ oft beschlagen war bei dem Regen und so weiter. Ja, jetzt fahre ich hier mit Sonnenvisier rum, also ist schon verrückt. Geil, oder? Leaven. Hier sind wir schon ein paar Mal drüber gefahren, aber es ist immer wieder mega beeindruckend. Wir haben jetzt noch 12 Meilen nach Fort William. Aber wie gesagt, jetzt tanken wir erstmal.
Also Linksfahren überhaupt kein Ding. Also ich finde es gar nicht schwer, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Wie gesagt, man muss morgens oder jetzt eben nach dem Tanken einmal hingucken, einmal überlegen, wo muss ich fahren. Dann funktioniert das in der Regel alles. So eine Geschwindigkeiten, das ist natürlich die ganzen Schilder, die hier vielleicht zu sehen sind, sind in Meilen. Muss man ein bisschen umrechnen, ist aber nicht schwierig. 30 Meilen innerhalb der Ortschaften sind bei uns die 50. 40 Meilen ist auf 64. Meist so in der Verbindung zwischen zwei Orten auf kurze Distanz. Und 50 Meilen sind circa die 80. 60 Meilen sind 97, geht hier auch. So, hier kommt die kleine Fähre, geht hier rüber. Die fahren wir dann heute Abend oder heute Nachmittag. Also ein kleiner Meeresarm, die sind wir schon mal gefahren. Es ist ganz niedlich. Da stehen sie schon in der Schlange und warten. Da drüben fährt sie. Ne, da fährt sie. Da steht sie. Das ist die Ersatzfähre. Das ist Corin hier. Ja, das zu den Geschwindigkeiten. Ich mache das so. Glücklicherweise habe ich es von meiner BMW dran. Ich hau den Tempomaten rein und fahre dann so durch den Ort oder durch die Geschwindigkeitsbegrenzung. So wie hier 50, wäre jetzt 80 Stundenkilometer. Ja, da drüben sind wir schon mal gefahren, also 2016 sind wir da drüben gefahren, sind wir mit der kleinen Fähre rüber und dann Richtung Glenfinnan. Glenfinnan ist, ich blende es mal kurz ein als kleinen Videoschnipsel, ja, eigentlich bekannt dadurch, dass da der sogenannte Harry Potter Express über diese Glenfinnan, über das Glenfinnan Viadukt fährt. Ja, wesentlich weniger das ist teilweise echt grottig, dass diese Kanaldeckel versenkt sind, die dann in der Straßenmitte dann eingebaut sind. Teilweise sind die versenkt. Ganz eklig sind die am Rand. Die sind teilweise so tief, da denkst du echt, du fährst durch ein tierisches Schlagloch. Aber irgendwo muss das Wasser ja hin. So, wir sind hinter Fort William. Und rechts ist dann der Ben Nevis. So, das da oben scheint er wohl zu sein. Ja, ist nicht nur die höchste Erhebung in Schottland. Ist eigentlich gar nicht so hoch mit 1300 Metern. Oder 1400 knapp. Aber hier liegt natürlich im Winter entsprechend Schnee und wir kommen auch relativ bald an dem Kommando Memorial vorbei. Da halte ich aber nicht an, da waren wir letztes Mal schon. Das ist eine Gedenkstätte für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Kommandosoldaten. Ist insofern doch schon beeindruckend, weil die drei Soldaten, die da auf dem Memorial oben drauf stehen, die gucken in Richtung Ben Nevis. Zumal die britische Armee dort immer noch Spezialeinheiten auf dem Ben Nevis ausbildet. So, jetzt kommen wir nach Spean Bridge, heißt das hier. Und in 500 Meter biegen wir dann links ab, geht es dann runter, hoffentlich von dieser Hauptstraße.
Richtung Inverness. Ach, ich habe euch übrigens Quatsch erzählt. Wir werden die ganz kleine Fähre nicht nehmen, sondern wir kommen in Fort William quasi wieder raus. Und fahren dann Teil der Strecke auch wieder zurück. Wir haben meinen ersten Batteriewechsel gemacht. Oh, Einheimische. Ich musste auch mal die Linse sauber machen. So, hier ist das Commando Memorial. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so dicht an der Straße dran ist. Also hier stehen die drei Soldaten drauf und wie gesagt gucken in Richtung Ben Nevis. Ich blende euch mal einen kleinen Clip. Da ist der kleine Gedenkfriedhof, in Anführungszeichen, der kleine Gedenkbereich. Ich blende euch da mal von 2016. Blende ich euch dazu mal was ein. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so dicht an der Straße steht. Ich habe nämlich eben 100 Meter vorher noch den Akku getauscht. Das hätte ich auch da machen können. Dann. We're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to, I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away. Eben in der Sonne war es noch richtig warm. Jetzt habe ich die Schlitze schon wieder zugemacht an der Jacke. Was haben wir jetzt hier? 17... 18 Grad. Leute, guckt euch das an hier. Die Schatten sind ein Ticken härter, die schwimmen da drin im Loch drin rum. Ist das geil oder was? Das ist unglaublich. Ja, das habe ich mir neu drauf gebaut auf die Sitze. Mir schlief immer die linke Pobacke ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Dinger helfen. Ich glaube nämlich, dass durch die Wärme, also wenn es wärmer wird, dass dadurch es auch nicht mehr so einfach ist zu sitzen und die Dinger hinterlüften. Schon wieder ein alter Bus. Ja, also die helfen auf jeden Fall bislang. Jackie findet das auch ganz angenehm. So, bis zum Abzweiger haben wir jetzt noch 11 Kilometer. Dann geht es nach links weg. Thank you.
Denkst du echt, du fährst hinten bei der Queen im Gartenraum hier? Ist ja unglaublich. Ah, die Temperatur geht aber ordentlich runter. Also mal sehen, ob ich nachher noch eine Jacke drüber ziehe. Ja, also wer nach Schottland fährt, das ist auch wirklich eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Alles schön und gut mit den Membranen in den Jacken. So ist es einfach so, dass du dann die ganze Zeit mit einer nassen Jacke rumfährst, mal abgesehen vom Gewicht. Wir haben es letztlich immer so gemacht, dass wir für die Zeit, wo es regnet oder wo es kalt ist, mal schnell Regenjacke drüber gezogen haben. So Plastik wärmt dann doch. Und wenn die Sonne wieder da war, Regenjacke wieder aus. So, wir sind in Invergarry und in 200 Metern biegen wir nach links ab. Das ist der River Garry. Oh, zumal hier noch eine Schule ist. Oh, toll. Klasse, oder? So stellt man sich das vor. Ah, da unten. Nein, anderes Loch. Noch so ein Loch. Ja, das ist eine ganz komische Stimmung hier im Moment durch den Nebel. Rechts geht's nach Inverness, Kyle of Loch Alsh und zur Skybrücke. Na, zweiter Gang, super. Gesehen? Kurz nicht aufgepasst. Schade, fährt man rüber. Hier soll eine mobile Radarkontrolle stehen. Ja, ist ein Damm? Ja.
So, jetzt sind wir offiziell auf Sky und Loch Alsch nennt sich das hier. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Zwischenziel, was wir als nächstes haben, ist dann schon die Passhöhe, das ist in 86 Kilometern, die Passhöhe vom Viehpass. Ja, im Moment blüht die Heide auch, habe ich mir von Jackie sagen lassen, August, September blüht die Heide hier. Ich dachte, das macht ihm früher, aber gut. Jetzt werde ich gleich mal eine Pause machen, einen kleinen Schokoriegel mir reinpfeifen. Ich glaube, ich komme direkt mittags dann in Applecross an. Ja, das sind, ich glaube, von der Passhöhe. Ich meine, guckt euch das mal an hier, also warm. Mega, oder? Komme ich irgendwann mittags an. Ich glaube, da kriegt man sogar ein bisschen was zu spachteln.